Rauf, rauf, rauf. Nein. Ich bin nicht da. Geh weg. Herzlich willkommen zurück zu Styx Master of Shadows. Ja. In der letzten Folge haben wir erfahren, dass die Menschen einen Klon haben. Einen Styx-Klon. Und mit dem experimentieren. Das wollen wir natürlich nicht. Darum werden wir diesen von ihnen zurückholen. Oder vernichten. Wie auch immer. Ich habe nur noch keinen Plan wie. Ich speichere mal hier schnell. Hier, das ist der Laborant-Typi. Der hat eine Münze für uns da drüben liegen lassen. Die holen wir uns gleich. So. Angenehm. Jetzt guckt er sich die Hirne an. Macht deine Arbeit. Gar nicht mitgekriegt, dass wir hier rüber sind. Wo ist der Klon? Hä? Der Klon sollte hier sein. Oder nicht? Klon. 5 Meter. Ah, da unten ist er. Ja, aber wie lasse ich das Gitter runter? Ach, hier. Ach, hier. Okay. Okay, ist ein Geheimlabor. Natürlich, muss man schützen. Braucht man einen Klon, um den Klon zu befreien. Ist ja auch krass. So, Klon. Tu dein Schlechtestes. Ausgezeichnet. Reden. Shit. He's still alive. What happened? My head's empty. I remember nothing. Just a corridor and then... I think I wanted to die. Damn. Styx didn't even bother giving you more memories than that. Just the wish to die. Shit. I don't know why I wanted to die. I don't want to die. Yeah. 1 hour. Talk about life is short. Who are you? Why do you look like me? I don't look like you. I'm not you. I'm not like you. I will not be sacrificed like a fucking sheep. Die! Die, goddammit! Ja, stimmt einfach. Kriegt er einfach Herzinfarktes hin. Ja, es hat sich ausgezahlt. Wir haben endlich wieder Stuff. Heiltrank wäre nicht schlecht. Haben wir leider nicht. Nur Goldharz. Ja, egal. Dann müssen wir halt zurück zum Kerker. So. Bitte drücken. Dankeschön, Mr. Kloni. Ich behandle meine Klone gut. Das sind Bio-Klone. Alles Bio hier. Na gut. Ich bin Regaldeko. Ich bin gar nicht hier. Aber dein Klon ist weg.
kaputt. Toto. So. Was ist das? Ach, verdammt. Hallo da. Mehr würde ich eh nicht aushalten. Also ein Schlag noch, dann bin ich tot. Gut. Oder würde ich sagen, schlecht. Ein Windhauch und ich bin tot. So, wie wäre es, wenn ich hier lang? Ja, das, da bin ich doch runtergekommen. Das muss der richtige Weg sein. Hier lang. Saw what he was thinking, because Styx was so close. Perhaps did he sense that I was there? Wahrscheinlich. Ah, it's driving me crazy not knowing. I gotta catch up with him. Ja, dann hier mal schnell speichern. Nicht, dass ich jetzt noch Blödsinn mache. Nein. Ich habe nichts. Ich kann ihn nicht töten. Ich habe keine Wurfmesser. Alter. Ja. Schnell in den Kerker. Schnell. I'm not far from the way out. And Styx neither. Is he going to the stairs? No! Does he know where I'm going? Is it... Damn, can you hear me think, you asshole? Ja, krass. Ich habe ja nur noch Millimeter Leben. Toll, er hat's überlebt. Fuck me, that was close. Now what? Fell on him. So, wir müssen da runter. Jetzt hier hoch und jetzt müssen wir irgendwo einen Lebenstrank finden. Das ist... Wir sind total verloren sonst. Irgendwo wird doch noch ein Lebenstrank rumstehen. Komm, ich speichere mal. Stiebitzen. Ja. Den alten können wir eigentlich ausschalten. Ja. So. Speichern. Gut, jetzt haben wir wieder Leben. Weg.
Jetzt haben wir wieder Leben. Jetzt können wir uns wieder dem Hauptziel widmen. Nämlich... Rauf! 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 Nein! Ich bin nicht da. Geh weg. Mit dir. So. Bitte kommt der Sack, keiner. Er hat Lebenstrank mit, den hätte ich brauchen können. Verdammt. Red fucking Ancestors. Sack, da habe ich. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Leben. Ja, ich bin mir sicher, du hast mich nicht gesehen. Siehst du? Goldharztrank. War das kein Lebenstrank? Okay, ich dachte, er hätte einen Lebenstrank gehabt. Ja, was machst du jetzt da? Du guckst jetzt die ganze Zeit in meine Richtung, ja? Jetzt geht er wieder. Leise. Ganz, ganz leise. Verdammt, jetzt ist mir der Fuß eingeschlafen. Ihr wisst ja gar nicht, wo ich bin. Ja, genau. Macht nur. Macht ihr nur. Münze. Das ist Gottheitstrank. Das ist auch eine Münze. Nice. Es ist nicht mehr weit. Wir haben es fast geschafft. Leute, wir haben es fast geschafft. Dreh dich um. Dreh dich um. Ich brenne. Ich bin Feuer und Flamme. Ja. Da ist der Aufzug. Nein! Styx, nimm ich mit. Sollten die jetzt was sagen? Warum reden die nichts miteinander? Ich glaube, das ist gebuggt. Versteck. Hä? Schräg, schräg, schräg. I was almost there. How stupid is that? I almost made it.
got out of this fucking tower alive. Curse you, Styx. Fuck me, I'm another duplicate. What do you expect? He can't get used to it either. Seeing our mugs. That's why he kills us afterwards. Not me. I'm not a copy. I've been living my own life in this tower for days. I don't need nobody. I know what I'm doing. You sure? How do you know? That you're not still obeying him without knowing it. I know. I have a plan. I don't obey anyone. Me too. I had a plan. Get out of here. While it was time. But you know, Styx will leave no duplicate alive. Yeah, that's what I'd do in this place. Besides, what I do with my own duplicates. No time to get attached to them. They're here to serve me, and that's all. You know how to create your own duplicates? Amazing. You may be different after all. He'll survive a few days longer. But don't kid yourself. Sooner or later, you'll die face down in the shit. Somewhere in one of these tunnels. You can't beat Styx. He's stronger than all of us. They say that hate multiplies your strength. So believe me, I'm stronger than shit. He's dead. Well, you see? Ja, krass. Gesundheitstrank? Ne, brauche ich gerade nicht. Ich bräuchte ehrlich gesagt noch einen Lebenstrank. Nachdem ich da vorher ja so Feuer und Flamme war. Muss ich jetzt mal kurz speichern. So, Leute, ich bin so blöd. Ich bin so blöd, Leute. Ganz ehrlich. Ich habe jetzt den Ausweg gefunden. Ich habe mich von dem Klon ablenken lassen, ja? Habt ihr gut gemacht, Spieleentwickler. Und zwar, der Ausweg war die ganze Zeit vor meiner Nase. Ich schäme mich so, dass ich den nicht gefunden habe. Und zwar muss man hier hoch. Und dann kann man da runterklettern. Aber bevor wir das machen, habe ich noch was gefunden. Und zwar, lass mich nochmal kurz gucken. Man musste hier hinter den Käfig. Ach, weiter unten. Ich wollte gerade sagen, ey. Der sollte offen sein. Ah, sollte ja am Boden haben. So. Hier ist der Boden des Aufzugs. Hier sieht man so Haken. Dann kann man hochklettern. Und dann kommt man hier rein. Und da ist erstens mal eine Münze. Was noch viel wichtiger ist. Ich habe mein erstes Artefakt gefunden in diesem Playthrough. Weil ich nicht wusste, dass diese Augensymbole Artefakte anzeigen. Ja. Gibt extra Fähigkeitenpunkte, ja. Hätte ich davor wissen sollen. Aber ist jetzt egal. Jetzt ist, wie sie ist. Wir gehen jetzt gleich in den Unterschlupf. Also halt in das Versteck. So. Indem wir hier runterhüpfen. Bitte keinen Fallschaden jetzt. So. Nämlich. Es stellt sich mir die Frage, warum sind wir nicht gleich so in das Gefängnis gegangen, denn wir mussten ja irgendwie umständlich über den Aufzug nach unten fahren, wenn doch eh alles mit unserem Versteck verbunden ist. Aber naja, egal. Jedenfalls haben wir es jetzt geschafft. Jo,
nicht gerade der einfachste Weg aus dem Versteck, also ins Versteck zu kommen. Gebe ich zu. Vielleicht liegt es daran, dass wir mit dem Aufzug fahren sollten. So. Jawohl. Jetzt sind wir oben. Schön. Wo ist Oscar? Der alte Knacker. Kann man sich verstecken? Warum kann man sich im Versteck verstecken? Naja. Da oben ist unser Ziel anscheinend, das Geheimversteck, wo unser Stuff liegt. Tja. Wie geht das Ganze jetzt aus? Ich meine, wir müssen jetzt zum Weltenbaum, oder wie? Oder steht Styx jetzt schon hinter der Mauer und sticht uns ab? Boah, ich bin gerade erschrocken mit dem Sand. Styx, is that you? I get the impression that your plan succeeded. The shit is flying between the humans and the elves. You? Wait! I... Spare me the bullshit. I got no time for this. If you don't answer my questions, I'll slit your throat right now. Why does Styx want to steal the heart of the tree? I don't know. He never told me a thing. He just paid me a fortune to direct you and to keep an eye on you. But I never had anything against you. You've got to admit, it were never personal. And yet you let me get into the prisons. And given your surprise earlier on, you knew it was a trap I couldn't get out of. And you even asked me some favors, you fucking shit. That mud that you're using as blood is gonna be spilt. You can thank your lucky stars I'm in a hurry. Otherwise, I'd have enjoyed taking my time. I beg you, don't kill me. I'm just a blind old man. Wie kann er mich erkennen, wenn er blind ist? Ich verstehe das gerade nicht. Ich will jetzt erstmal das ganze Zeug nachfüllen. Hier sieht man auch das Artefakt, wunderschön. Artefakt ansehen. Haha, haha. Weg. So, Oscar. Soll ich den töten? Er hat mich benutzt, aber... Ich glaube, ich lasse ihn am Leben. Vielleicht kriege ich ja was für. So. Aha, das kann ich immer noch nicht machen. Wir haben 200 Punkte, die will ich gerne investieren. Und zwar in Unsichtbarkeit, wenn ich stillstehe. Und was hatten wir noch gesagt? Wollten wir unbedingt... hier, mehr Messer... Da haben wir alles. Da kommen, dann nehmen wir hier. Das noch mit. Ja, gut. Ja, Oscar. Leb mit deinem schlechten Gewissen. Wir gehen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Nee. Ja, ich möchte das Versteck verlassen. Ja, bitte.